Der Sieger des Main Events bei We Love MMA 52 hier in Düsseldorf im Castello ist ein wahrer High-Speed-MMA-Kämpfer, Levan Shokili. In 50 Sekunden hat er seinen Gegner niedergestreckt und das war immer der erfahrene Mann Isa the Terminator Isakov, der mittlerweile auch 30 Jahre alt ist, einen super Kampfrekord hat. 8 Kämpfe, 7 Siege hatte er bisher. Tja, nun hat er die zweite Niederlage leiden müssen. Wir haben zum Glück einen Dolmetscher dabei, denn Levan tut sich etwas schwer mit der deutschen Sprache. Generell, was hat der Sieg für ihn für eine Bedeutung? Dieser Sieg war sehr wichtig für ihn. Er ist extra aus Georgien hierher gereist und er wünscht sich, dass er weiter so macht und weitere Kämpfe bestreiten wird. Und ihm ist wichtig, dass er immer weiter überzeugen kann. Er will, dass alle ihn kennenlernen. Heute hat er sich auf jeden Fall einen Namen gemacht. Er hat eine starke Leistung abgeliefert gegen einen wesentlich älteren, gegen einen wesentlich erfahreneren Mann. War dieses schnelle Tempo, dieses rasche Vorgehen auch die Taktik, die vorher besprochen wurde? Also nein, er hat keine spezielle Taktik gehabt. Immer wenn er in den Ring steigt, versucht er einfach sein Bestes zu geben. Und das hat er auch in diesem Kampf gemacht. Und das wird er auch weiterhin machen. War denn gleich zu spüren, dass du ihn so schwer getroffen hattest? Denn du hast erstmal mit der Faust getroffen, dann nochmal mit dem Knie nachgesetzt. Isa ging dann langsam zu Boden und kam aber nochmal rauf und hat dann trotzdem nochmal einen Knietreffer bekommen. Dann wurde abgebrochen. War dir gleich klar im ersten Moment, der Kampf geht auf die Entscheidung zu? Ანუ პირველად რომ მაგრა დაარტყიო, უკვე იცოდიო რომ თავდებოდა და უკვე რომ მოგებასთან ახლოს იყავიო. როდესაც დავარტყი, ვიგცენი რომ მოგებასთან ახლოს ვიყავი, მაგრამ ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის, სანამ ჩემი მეტოქე არ გაითიშება, ბრძოლის უნარს არ დაკარგავს, ან რეფერი არ გააჩერებს, მე არ ჩერდება. Also der Kampf war noch nicht vorbei, als er ihn getroffen hat. Er hatte eine Vermutung, wohin es laufen könnte, aber er hat gesagt, der Kampf ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter sagt, dass es vorbei ist und er sicher weiß, dass er gewonnen hat. Ohne dies kämpft er bis zum Schluss, bis es quasi aufhört, bis der Kampf aufhört. Nun wird er weiter an seinem Ziel arbeiten, bekannter zu werden, in Europa bekannter zu werden. Ist geplant, wieder in Deutschland zu kämpfen oder gibt es schon andere Termine, dass wir vielleicht sagen können, wann ist er wieder zu sehen? Anu dagegen miliga ko gagzeleba chrobiso da rodisario shendegi brzolao. Isa vapirep ratkma unda chrobs gagzelebas ar vapirep, gacherebas ar vapirep. Da rodisats ikneba shemdegi chrobi qo memzat var vichrobo da upirspirde nebismier metokes da ghirseulad zarmovachino chemi kveqana da chemi gundi. Natürlich kämpft er weiter. Shendegi chrobi rodisko kundot kho, kho? Ara. Natürlich kämpft er weiter und er wird gegen jeden kämpfen, der ihn quasi herausfordert und den er als Gegner bekommt. Thank you very much. Ich hoffe, wir sehen dich bald wieder. Adloba gadauchado, chems trenerebs, Marenko Neymarovic, klub Phoenix Academist, momzadebistvis, kargi shesadzleblobis moçemistvis, momzadebistvis. Asave minai adloba gadauchado, chems kveqanashi, chems gamzdel trenerebs. Მომზადებისთვის დიდი მადლობა და დღეს დღევანდელი წარმატება ნახევარი მათი დამსახურებაა და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მათი. Მადლობა ძალიან დიდი. Er bedankt sich bei seinem Trainer hier Marinko Neymarovic, beim Sportverein, beim Sportclub Phoenix. Außerdem bedankt er sich bei seinen Trainern in Georgien, die ihn sein ganzes Leben lang unterstützt haben und ihn sein Leben lang gefördert haben. Und das ist zu einem großen Teil deren Verdienst, dass er jetzt hier steht und diesen Kampf bestritten hat und gewonnen hat. Und nochmal vielen Dank an alle. Danke auch von unserer Seite. Ich hoffe, wir sehen ihn bald wieder. Der Sieger hier im Main Event Wheel of MMA 52, Levan Shokili.